Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Heute mit dem Titel Der erste Besuch in Barahona. Es war dann soweit. Mein erstes Besuchswochenende in Barahona war gekommen. Um dem ganzen Verkehr aus dem Wege zu gehen, bin ich schon um 3 Uhr nachts gestartet. Somit wäre ich dann schon 5 Stunden später um 8 Uhr in Barahona und könnte das Wochenende mit meinen Kindern genießen. Die Fahrt verlief sehr gut, trotz vieler Tiere auf der Fahrbahn. Die Hunde lieben es ja, auf der leicht erwärmten Fahrbahndecke zu schlafen. Ich erreichte kurz nach 8 Uhr dann die Stadt Barahona und musste erst einmal das Haus suchen, wo meine Familie denn nun wohnt. Die Beschreibung meiner Ex-Frau war recht gut, so dass ich den Stadtteil und das Haus relativ schnell fand. Aber was ich da sah, war nicht unbedingt ein Haus. Meine Familie wohnte in einem schwarzen Loch, ohne richtige Fenster und Türen. Für dominikanische Verhältnisse wohl recht normal, denn hier legt man nicht unbedingt großen Wert auf besonderen Wohnkomfort. Ein Kühlschrank muss es haben und etwas zum Schlafen. Zimmertüren gibt es so gut wie nicht. Vorhänge tun denselben Zweck. Hier muss man wieder sagen, dass das Leben der Dominikaner auf der Straße stattfindet. Man sitzt nicht in der Stube und schließt sich ein. Hier wird vor der Tür Domino gespielt oder mit den Nachbarn getratscht. Für Europäer sehr schwer vorstellbar, so zu leben. Aber die Lebensqualität ist mit Sicherheit besser als in Europa. Ich höre heute immer noch die Kommentare meiner Gäste. Ach, was sind das arme Leute? Wenn wir ihnen damals die Häuser oder die Hütten der dominikanischen Dörfbevölkerung zeigten. Aber sind sie wirklich deswegen arm, nur weil sie nicht so wohnen wie wir in Europa? Ich denke nicht. Denn wenn ich an meine Zeit in Deutschland zurückdenke, wo dann die Schränke überfüllt waren mit einem Rosenthal Kaffee und Speiseservice für mindestens 12 Personen, sowie den dazugehörigen Zwieselgläsern, natürlich alle von Hand gefertigt. Nicht zu vergessen die unbedingt notwendige Aussteuer der ca. 30 verschiedenen Bettwäschegarnituren für warme und kalte Jahreszeiten. Wir hatten da noch 40, bestimmt 40 verschiedene Blumenvasen und Kuchenplatten zur Verfügung für den Besuch, der hoffentlich nicht kommt und die Feierabendruhe stört. Alleinsein ist angesagt in Europa, nur nicht kommunizieren mit irgendjemandem. Da sitzt man dann nun in seinem voll mit Hightech ausgestatteten Apartment oder Haus, kennt aber seine Nachbarn nicht mehr oder hat mit denen gerade einen Streit, weil die Hecke zu hoch, der Hund zu laut oder das Auto zu neu ist. Ist das Lebensqualität? Wer ist denn jetzt der Arme? Die Dominikaner sind ein lebenslustiges Volk. Sie leben heute und denken auch nur an heute. Ist heute der Tag für eine Party, wird eine Party gefeiert. An morgen wird erst morgen gedacht. Hier ist es wichtig, dass man einen Kühlschrank, ein Radio mit Batterie, ein Telefon, einen Ventilator und eine Pritsche oder Bett hat, wo man darauf schlafen kann. Das Geld wird dann, wenn man es hat, ausgegeben. Reserven hat man so gut wie nicht. Das wird auch überall unterstützt, denn man bekommt in seinem kleinen Tante-Emma-Laden, hier Colmado genannt, auch alles, was man braucht, auf Kredit. Der Kühlschrank ist in der Regel nur gefüllt mit einem Krug Wasser. Vorratshaltung ist hier ein Fremdwort. Verständlich auch, wenn man weiß, dass hier jeden Tag für mehrere Stunden der Strom ausfällt. Der Colmado hat aber einen Generator und man holt dort jeden Tag, was man gerade braucht an Essen oder Getränken. Das Nachbarschaftsverhältnis ist auch sehr intensiv in der Dominikanischen Republik. Denn wenn gekocht wird, dann immer große Portionen. Da kann dann kommen, wer will. Es ist immer was zum Essen da und wenn es nur Reis und Bohnen sind.
Denn man muss eins wissen, der Dominikaner hat immer Hunger, egal welche Uhrzeit. Essen kann man immer. Was nicht verwundert, denn Reis und Bohnen füllen eigentlich nur den Magen. Dieses Essen hat ansonsten keinerlei Nährwert. So auch bei meiner kleinen Familie in ihrer Holzhütte. Auf dem Herd stand immer etwas, egal zu welcher Uhrzeit. Und Besuch war auch immer da. Denn diese kleine Hütte hatte natürlich richtig bequeme Möbel, wo man sich auch wohlfühlen konnte. Ich weiß, ich bin jetzt etwas ironisch, denn die Einrichtung aus unserem gemeinsamen Haus stand jetzt zum größten Teil in dieser kleinen Holzhütte. Das, was nicht reinpasste, hatten die Nachbarn oder es wurde direkt zu Geld gemacht und verkauft. So ist das mit der dominikanischen Gütertrennung. Der erste Besuch war eigentlich relativ entspannt und ich kümmerte mich die meiste Zeit um meine Kinder. Alle Nachbarn kamen zu Besuch, um den weißen Gringo zu besichtigen. Das war fast wie im Zoo. Ich entschloss mich, über Nacht dort zu bleiben und erst am nächsten Tag die Rückfahrt nach Huandolio anzutreten. Gesagt, getan. Jetzt wäre eine Dusche von Vorteil, bevor man dann mal zu Bett geht. Aber wo ist sie denn? Dusche gibt es keine. Was im sogenannten Badezimmer ohne Tür, nur mit Vorhang steht, ist ein großer blauer Plastikbottich, der mit Wasser gefüllt ist. Darin schwimmt dann ein weiterer kleinerer Wasserkanister, den man dann füllt und sich über den Kopf gießt. Die Toilettenspülung funktioniert dann genauso mit diesem Plastikkanister. Warum das so ist? Ganz einfach. Wasserleitungen liegen nicht im Haus. Die gibt es irgendwo draußen am Straßenrand. Benutzt werden sie von allen, die in der Gegend wohnen. Das bedeutet, dass man sich schon Wasservorräte anlegen muss, solange Wasser aus dem Hahn kommt. Denn wenn kein Strom da ist, was in Barahona so circa 8 bis 12 Stunden am Tag der Fall ist, dann sollte man schon genügend Reserven haben, um zu duschen oder die Toilette zu benutzen. Das Leben ohne Strom ist hier normal. Jeder hat genügend Kerzen im Haus und ist auf solche Situationen bestens vorbereitet. Ich aber nicht. Huandolio hatte eigentlich immer Strom. Wenn der mal nicht da war, hatte man Notstromgeneratoren. Hier hat man es nicht. Somit war meine erste Nacht in Barahona ein regelrechter Albtraum. Ohne Strom, ohne Ventilator, mit einer Million Moskito kämpfend, durchbrachte ich die Nacht. Kaum geschlafen, machte ich mich dann am nächsten Morgen auf den 5-stündigen Rückweg nach Huandolio, wo eine heiße Dusche und ein klimatisiertes Hotelzimmer auf mich warteten. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel hat euch wieder mal gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Kapitel euch anhören würdet mit dem Titel Huandolio, Aufstieg und Untergang. Das war's für heute. Tschüss, euer Uwe.